Willkommen zurück hier bei der Spieldiagnose im Landwirtschaftssimulator 2015. der Kim Jong-Flo soll niedergebrannt werden. Ja. Und sein Hotel. Und mein, in seinem Hotel. In seinem Hotel. Ja. Der Showtag ist mal wieder da nach langer Zeit. Juhu! Yeah! Alle feiern. Oder auch nicht. Doch, wir feiern alle hart. Und der Frevel ist zwar noch da, aber nicht mehr im Spiel. Nein, der ist nicht mehr da. Okay. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ich dachte, der ist nur kurz AFK. Ach so. Ja, dann ist er Brain AFK oder so. Wer fährt denn da mit dem Hexer so hier? Wie so ein Bekloppter durch die Gegend, ey. Showtech, natürlich. Irgendjemand war gerade in der PGA drinnen. Ich nicht. Ja, dann haben wir noch den Mr. Waldmeister. Ein neues Moin. Gesicht. Neues Gesicht oder neue Stimme? Naja, neues Gesicht ja nicht. Neues Lämpchen. Neues Lämpchen. Und wie man es gerade gehört hat, der Madlex ist auch da. Hallo. Und und Hidan ist auch da, aber nicht im Spiel. Hallo. Wen habe ich vergessen? Ich habe keinen vergessen. Nee, dich habe ich erwähnt schon. Da erwähnt man ihn ein einziges Mal und schon will er immer wieder erwähnt werden. Ja, immer wieder aufs Neue, immer wieder, ja. Wir sind heute mal nicht im Wald unterwegs, also... Sondern wir sind mal wieder ein bisschen im Agrarflex unterwegs. Und wir hexen jetzt gerade schon wieder ein bisschen. Oh, ups, halt mal an, Schotek. Ich habe schon wieder Scheiße gebaut hier. Base hast du selber eingesehen mit dem Vita. Ja. Ich habe mein Gewicht vorne abgekoppelt und meinen Anhänger abgehängt und... ach, ich weiß auch nicht, was heute los ist. Ey. Naja. Ja, so, jetzt darfst du wieder Gas geben. Kannst du neben mir fahren, du musst nicht direkt da fahren. Ich kann auch neben dir, okay, fahr ich neben dir. Ja, dir traue ich momentan nicht. Beste Einstellung. Ja. Was heißt momentan? Immer. Immer, ja. Ja, wir haben ja schon mal die großartigen Fails im Bausimulator gesehen. Vielleicht machen wir immer noch mal Best-of davon. Florian versucht Güter zu verladen, Florian versucht Anhänger abzuhängen und Florian versucht überhaupt das Spiel erstmal zu starten und zu spielen. Ja, und das wichtigste Let's Play, Florian versucht Leute zu finden, die noch mit ihm spielen wollen. Ja, aber es klappt ja immer wieder aufs Neue. Ne? Wir haben es ja gezwungenerweise. Ja. Ja, das Vertrauen in die Menschheit ist halt noch nicht ganz verloren. Vertrauen in den selber, aber wenn dich rein lässt, trotzdem ist schon weg. Deswegen bin ich auch auf sämtlichen Servern gebannt. Also. Band, Server wurden gelöscht und dann den Spielnamen wieder neu eröffnet. Deswegen kann ich bei Steam aktuell nicht so viele Spiele kaufen. Ja. Da steht immer, you have been banned from the game. Ist zu hoch für dich, ja. Das macht Sinn, ne? Scheiße, wenn das sogar Windows mit By Paint bei dir sagt. Ja. Ja. Ich muss echt aufpassen, dass ich meinen Tee nicht auf dem Bildschirm sprühe. Spuck. Das ist okay, das mache ich auch ständig. Ich spiele auch mit schwarzem Bildschirm, also alles andere ist keine Herausforderung mehr. Aber du weißt doch, ein Kaffee weckt dich dann am meisten, wenn du ihn über deine eigene Tastatur kippst. Ja, stimmt. Oder über die Hose, wenn er heiß ist. Da ist mir auch was ganz Tolles passiert. Weihnachten. Jetzt kommt's. Ich habe eine Kerze umgeschmissen. Auf die Tastatur. Und die Tastatur war aus Nadelholz, oder? Nee. Bambus? Konnte keine Taste mehr durchdrücken, weil alle Tasten voll mit Kerzenwachs waren. Aber Bambus... Das trocknet doch wieder. Ja. Wieso steht eigentlich überhaupt eine Kerze neben deiner Tastatur, wenn man fragen darf? Er wollte es romantisch Stromausfall? Machen. Aber wenn du einen Strom hast... war die Tastatur ja auch an, wegen Stromausfall, ja. Ich hatte einfach so Kerzen neben mir stehen und das war halt zu dem Zeitpunkt, wo ich noch mit zwei Monitoren gearbeitet habe. Nicht so wie jetzt. Du hast bei dir drei, das haben wir ja schon mal auf dem Bild gesehen. Und da drei, hängt dann hängt da oben drüber noch zwei, dann steht da noch ein Laptop und etwas außerhalb vom Bild, was du nicht sehen kannst, habe ich noch ein Notebook mit Windows 8 drauf, wo mein TeamSpeak-Server drauf läuft. Eieieiei. Ja, das ist wirklich eine Menge. Da ist sogar Showtrick. Brauchst du das? Es kann. Ich sag's mal so, ich habe nur also den Windows 8 Notebook mit TeamSpeak habe ich mittlerweile aus dem Grund. Ach scheiße, stopp. Ich bin voll. Merkt er jetzt. Ja, also das ist Windows 8 Notebook brauchte ich mit aus dem Grund,
Zum einen wusste ich nicht, wie ich das soundtechnisch regeln kann, dass ich den gesamten Sound-Output von allen Rechnern auf einen kriege. Weil ich habe wirklich nur mein WLAN-Headset und nichts anderes. Das ist dann schon ein bisschen problematisch. Ja, ja, und habe ich mir halt ein schönes Programm zugelegt, was dafür sorgt, dass ich meinen PC-Sound via TeamSpeak übertragen kann. Dann hat mir halt nur noch ein TeamSpeak-Server gefehlt. Also habe ich mir einen TeamSpeak-Server beigezerrt, das Ding auf mein Windows 8 Notebook aufgespielt. Der läuft dafür jetzt halt 24/7. Ja, und da habe ich halt einen versteckten Channel, wo meine Identitäten drinne sitzen. Okay. Also übertrage ich den gesamten Sound von allen Rechnern auf einen Rechner, und zwar auf den, mit dem ich gerade über mit euch rede. Und so kann ich auch meinen LS13 Sound über den Laptop hören, obwohl ich noch auf einem Gaming-PC zocke. Okay. Ich bin immer noch genauso verwirrt wie vorher. Hidan, kannst du bitte nochmal einfach erklären? Ich wollte eher wissen, für er was die Bildschirme sind. Er lässt alles nur TeamSpeak so laufen, dass er aussuchen kann, auf welchen Rechner der Output ist. Ja, danke. Genau. Und aber Metlex wollte wissen, warum du generell so viele Bildschirme hast. Also die drei Bildschirme sind mein Haupt-Gaming-PC. Dann von den zwei Bildschirmen, die hier drüber hängen, hängt einer mit am Laptop dran. So kann ich es mir aussuchen, entweder habe ich TeamSpeak links neben mir oder genau über mir. Dann an dem anderen Bildschirm hängt mein Linux-PC zur Sicherheit, den ich ab und zu mal brauche. Moment, du kennst dich mit Linux und Debian aus? Nur mit Linux Mint. Okay. Ich habe es mir aber nur geholt, weil ich es unbedingt mal brauchte, für ein paar Experimente. Und mittlerweile nutze ich es, um ein paar Retro-Games zu zocken. Ah, okay. Du weißt also nicht, wie man einen Dedicated Server für 7 Days to Die aufsetzt? Nein. Willkommen in Flosen Club. Ja. Ja, das wäre auch zu einfach gewesen. So, aber das. Aber ich will mir irgendwann noch einen Linux-Server auf. Quatsch, einen Linux. Einen TeamSpeak-Server auf Linux machen. Okay. Weil's Weil dafür will ich mir ein Odroid U3 holen. Okay. Das Ding ist erstens schön billig, braucht nur 5 Volt und 2 Watt. Okay. Joa. Und da kann ich dann das ganze Ding drauf laufen lassen. Hat sogar mehr Leistung als der derzeitige Linux-Rechner. Okay, und was deine Eltern dazu? Also ich meine, wohnst du noch zu Hause oder wohnst du nicht mehr zu Hause? Ja, mit okay. meiner Mutti zusammen. Und ja, hat erst das eigentlich relativ, weil ich bin ja in der Ausbildung, ich habe mein eigenes Geld. Ja. Musst du auch die Stromkosten selber zahlen? Also ich tue mich ungefähr zu 90% dran beteiligen. Du weißt aber schon, dass ein Föhn und Glätteisen und so super viel Strom verbraucht, ne? Ja, die laufen auch den ganzen Tag. Wofür brauche ich das, bitteschön? Nee, ich meine jetzt... Haare glätten und Föhn? Ja. Geglättet werden sie nicht, geföhnt auch nicht. Nee, aber deine Mutter macht das vielleicht. Nö. Madlex, was machst du denn da? Hilfe! Übrigens, ich bin gleich voll, ich habe 94%. Was machst du denn gerade? Ich mache die Kartoffelernte. Achso, du hättest doch runter zur Silage mitkommen können. Mir hat ja keiner was gesagt. Doch, ich habe gesagt, schnapp den Eingang, komm runter, aber jetzt ist das Feld gleich fertig, glaube ich. Oder Madlex? Schotek? Denk ja. Schon. Außer er hat noch voll. Ein weiteres Feld. 38, glaube ich, müssten wir noch machen. Ja. Jetzt bin ich voll. Ist ja, dann kannst du ihn einmal. Ich komm gleich hoch und kümmere mich um dich. Achso, du bist ja. Fahr zum Schlepper und tu entladen. Dann hau ich einen Helfer rein. Ja. Ja, genau, hol mal in. Flo, komm zu Papa. Ja, ich versuch's mit 15 km/h, versuch ich's. Jetzt geht's ein bisschen schneller. Ach, man, ich mag diese Grafik im LS15 einfach. Die ist echt schön. So, ich bin da. Hast du eine Line vergessen? Nee, das war schon da. Das war schon so? Da hat Madlex die vergessen. Nee, ich hab nichts vergessen. Nee? Hör mal. Ach, ein Lager. Ich hab alles cool, mitgenommen, was Shortcake mir zugeworfen hat. Ah, okay. Nee, ich meine, letztes Mal. Was meinst du, Waldmeister? Ich finde das so cool, dass ich keine Animation habe und ich einfach nur sehe, wie meine Maschine immer leerer wird, der Hänger immer voll und das ist komplett ohne Animation. Ja, ja, das ist normal. Ja. Das ist LS15. Ja. Aber genau das Spiel ist hauptsächlich für die kleinen Kinder, die noch Fantasie haben. Und nicht für die großen Erwachsenen, die schon sämtliche Hoffnung ins Leben verloren haben. Die einfach, oh ja.
die jeden Abend zu Hause sitzen und sich denken, ach, was mache ich jetzt? Naja, spiele ich LS15. Okay. Ja. Und dann die blöde Telefonzelle hier hingestellt. Weiß ich auch nicht. Telekom. Ja. Schleichwerbung. So, also soll ich jetzt mal zur BGA und das Rechte einschaufeln. Moment, einer zur Zeit. Hidan, was meinst du? Ich muss ja irgendwie meinen Internetkosten senken, oder? Ja, stimmt auch wieder. So, dann leg mal los hier. Waldmeister, ja, du kannst. Ist die Kartoffelernte schon komplett fertig? Noch nicht. Achso. Nö. Ja, dann dürft ihr da. Bei der BGA gibt's, glaube ich, gerade nichts, was frei ist, oder? Doch, ein paar Traktoren. Da stehen 100.000 Traktoren rum bei der BGA. Oder, nee, ich meine jetzt hier von der. Verdichten müssen wir nicht. Verdichten habe ich gerade. Hast du gerade schon, okay. Ja, sehe ich 100%. Aber da kannst du was reinhauen in das noch nicht zu gedeckte. Hab ich noch irgendwo Gras? Du hast immer Gras. Ja. Das ist nicht so laut, Madlex. Ja, warum? Das weiß doch jeder. Ja, stimmt auch wieder. Du musst mal auf die Karte gucken, ob wir immer noch ein Feld haben, wo Gras wächst. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Showtech weiß es besser. Ja, also die 41 ist schon abgeerntet. Ja. Ach, mach ein paar Randstreifen. Ja, Randstreifen sind auch gut. Da freuen sich dann auch die Autofahrer. Die nicht vorhanden in dem Multiplayer. Wird wahrscheinlich irgendwann noch eine Mod geben, dass du hier Autofahrer und Multiplayer hast. Gab's im LS13, glaube ich, nicht, ne? Es weiß gibt eher eine Mod, dass du im Singleplayer keine hast. Ja, stimmt. Für diejenigen, die die Config nicht umschreiben können. Ja, es gibt ja auch einen Gelten-Mod. Für diejenigen, die Config nicht umschreiben können. Ja. Es gibt, glaube ich, auch einen Mod-Installer für diejenigen, die keine Mods installieren können. Aber ich glaube, diesen Mod-Installer musst du auch in Mod-Ordner reinpacken. Also von daher ist es, glaube ich, sinnlos. Oder sinnbefreit, sagen wir es mal so. Das heißt ja nicht sinnlos, gibt's ja nicht. Sinnbefreit, das Ganze. Ein kleiner Hinweis für den Traktor, in dem ihr die zwei Mähmaschinen dran habt. Mhm. Die Leistung reicht nicht aus, um alle beide zu betreiben. Doch. Nein, du brauchst noch ein bisschen Fantasie. Wenn ich es vorne ran machen will, kommt nur, ihre Maschine hat nicht genügend Leistung. Ja, das kann sein. Showtech ist mit einem Traktor runtergekommen, um das Mähwerk abzuholen. Da steht aber irgendwo ein Traktor, mit dem du es kannst. Irgendwo ist gut. Ich glaube, es ist der Lamborghini, der das kann. Der hängt ja, glaube ich, dran. Mist, dann nimm Deutz. Gut. Also mit dem wird es auf jeden Fall funktionieren. Oh, ich komme Showtex Schneidwerk ein bisschen zu nahe hier. Was? Ja. Ich verstehe nicht. Du bist so laut in der Maschine. Ich habe gesagt, du sollst... ich bin bei 97%. Schön. 99 voll. So. Joltech, du brauchst nicht so schreien. Ich hab geschrien. Ich schreie auch immer vor jetzt. Glück. Ah. Zalando hat mir diesen Spruch übrigens auch geklaut. Aber die nennen es jetzt anders, ne? Ja. Das heißt Zalando. Die sagen, dass ich nicht mehr schreie vor Glück, sondern irgendwas anderes. Ich weiß aber auch gerade nicht mehr was. Ist mir entflohen. Hat sich aus meinem kleinen Hirn verabschiedet. Flo, kannst du mal zu mir kommen? Wo bist du denn, Madlex? Ich bin gerade am Hof zwischen Feld 24 und 29. Ja, ich komme. Kannst du in den Deutztier reinspringen? Ach so. Ja, mach ich mal eben. Fahrzeugauswahl. Wo ist denn der Deutz? Das Spiel will ihn doch verarschen. Ja. Weißt du, siehst hier in den Gille-Container rein, wo ich drauf stehe. Moment. Oh, ich muss erstmal wieder lernen, hier zu springen in diesem Spiel. Das ist bei Speedrunners ist es ein bisschen anders. Oh! Ja, jetzt müssen wir es festgeschraubt. Das gleiche wie ich sehe. Ja, da fehlt die Hälfte. Und es wachsen Blumen durch. Das meine ich nicht, dass es eigentlich flüssig sein sollte. Ja. Aber so aussieht wie aus einem Anhänger. Ja, stimmt. Das ist festgetrocknet, Madlex. Der Hidan war so lange nicht mehr auf dem Server. Der hat die Güllefässer nicht mehr umgerührt. Ne? Hidan. Nächstes Mal bitte umrühren, ne? Ich muss nichts umrühren, das ist BGA. Es steht alles auf deinem Feld oben. Solange das Zeug nicht auf dem Feld liegt, ist es BGA.
Auch immer ein gutes Argument. Es steht nicht auf dem Hof, also es ist BGA. Oder Forstwirtschaft. Oder die ist ja weg. Ich war ja der Forstwirtmeister. Also ich bin es ja eigentlich immer noch. Aber dadurch, dass wir jetzt keine Forstwirtschaft mehr machen, muss ich eigentlich gar nichts mehr machen. So, jetzt zählen wir mal eins. Warum macht ihr keine mehr? Weil die backt. Der Flo kriegt nichts gebacken und was haben wir als einziges abgeschafft auf dem Server? Zählen wir doch mal eins und eins zusammen. Mist. Ich wusste schon. Der Meinung bin ich langsamer. Ja. Vielleicht funktioniert es ja nach dem nächsten Patch. Der Helfer hat hier leichte das Probleme. Sein, ja. Die funktionieren ja, solange wir den Flo nicht auf den Server lassen. Jungs, ich bin ja mal offline. Gute Nacht, Frevel. Tschüss. Jo, ja. Bis dann. Was hat der Helfer für Probleme, Madlex? Leichte Probleme, die Spur zu halten. Wieso? Rammst du ihn? Nee, muss mal anschauen, wie es aussieht, wenn er unten umkehren möchte. Hängt er kommt Klippe? Nicht ganz die steile Schräge hoch. Warte, ich guck's mal eben an. Hab ich vorhin schon bemerkt. Waldmeister, du kannst dir eigentlich einen Anhänger schnappen. Und oh, wieso ist Madlex denn hier dann ausgestiegen? Showtech ausgestiegen. So. Und dann beim. Was macht der denn da? Wer? Achso. Nee, der Kartoffelernter. Achso. Bleib einfach mal drin hocken und lass den Helfer fahren. Mach ich. Hä? Was macht. Wieso hält. Mäht er nur die Hälfte ab? Ja, am Anfang ist das normal. Achso. Dass er da nicht ganz trifft. Ja. Ach, ich sehe die. Die. Was da kommt. Schau es dir mal an. Ja. Ist er schon fast voll, oder? 94%. Oh. Oh, ich sehe schon, ich ahne Schlimmes. Was ahnst du denn? Ich ahne, dass der jetzt runterfährt und nicht mehr hochkommt. Oh. Wir haben mit dem Ding eben vorhin die Klippe runtergefallen fast. Hab nur im letzten Moment hochgeholt. Ja. Ist das diesmal? Das ist blöd. Ja, Vorführeffekt, ne? Ja, war ja klar. Aber ich kann es mir schon vorstellen, was da gerade passiert wäre. Das ist ja das leere Feld hier am Rand. Ach, jetzt, ja. Ja, das mit den Helfern da ist echt doof. An den Klippen meine ich. Darf ich kurz reinfahren? Danke. Bitte. Weißt du, zuerst kommt der Führer und dann kommt lange Zeit nichts und dann. Dann kommt der Flo. Dann kommt der Flo, ja. Oh, jetzt hänge ich hier fest. Mist. Wer von euch macht jetzt eigentlich die Aufnahme genau? Ich. Der Florian. Ach so. Welche Aufnahme? Die letzte Aufgabe, die wir ihm noch zutrauen mittlerweile. Oh, los, hoch mit dir. Sehr schön, hat er geschafft. Also du bist gerade im Bild, Waldmeister. Man sieht, dass du nichts tust. Ja, ich versuch den gerade hier zum Laufen zu kriegen, aber er schreibt mir schon wieder, sie haben nicht genügend Motorleistung, obwohl ich jetzt schon einen anderen Schlepper genommen habe. Ja, aber wieso das? Der Meter war das? Für das ja, Mehrwerk. Komischerweise schon, ne? Du musst das trotzdem das vor dem Mehrwerk einschalten und dann das hintere, dann funktioniert's. Ja, mal ein mieser Spielbetrug. Ja. Wird mit dem nächsten Patch behoben. Oder mit dem übernächsten. Ich habe auch mal die Sprühmaschine da verwendet. Ja. Singleplayer. Und bemerkt, dass wenn du die, wenn der hintere Tank leer ist, der vordere nicht benutzt wird, wie im ersten. Also okay. Wie im 13er. Okay, das ist. Madlex, das Ding ist voll, ne? Ah. Ja, egal. Soll ich die Weiche einfach daneben rein? Ja. Dann sparen wir uns das Zudecken. Ja, stimmt. Was zudecken? Ah, es gibt. Ja, stimmt, das ist der tolle Bug. Den müssen wir jetzt auch nochmal zeigen. So, und zwar, wenn man schon eine fertige Gärung hat, also eine fertige Silage, kann man einfach, witzigerweise, ich zeige es mal von außen, hier so drauf, hops. Und dann einfach abladen und es wird dann auf einmal zur Silage. Magic.
Ja. Geil. Danke für die Info, du. Ja. Wenn es um Bescheißen geht, ist der Flo immer weit vorne dabei. Ja. Siehst du, dafür braucht er mich noch zum Bescheißen. Wollte der Hida nicht von einer Stunde ins Bett gehen? Nee, er. Nein, ich hab nur gesagt, ich wollte mein Spiel weiterspielen, hab ich nicht gesagt. Du hast gesagt, du verlässt uns. Hast sogar schon Tschüss gesagt. Ja, und dann habe ich die Aufnahme gestaltet, um ihn zu halten. Ja. Weißt doch, ich. Ja, dir fehlen die Worte. Ja. Showtech, warum? The show must go on. Always. My heart will go on. Na, das kenne ich auch noch. Ja, Flo, was wolltest du sagen? Wolltest du nicht auf Feld 38 weitermachen? Ja, ich warte immer noch auf den Flo, aber der kommt ja nie daher. Doch, ich musste abladen und da musste ich Madlex noch mir angucken. Und da mussten wir dem Sonnenengang noch entgegengehen. Ja. Und den Eisberg jetzt ausweichen. Richtig. Nein. Ja, ich schlaf dabei Runde. Hubst dann ganz laut, wenn du da bist. Ich hub das schon. Ja, mit den tollen Autohupen hier. Mäp. Ja, das Problem ist aber, wir haben einfach so schlechte Traktoren, dass ich nicht mehr den Berg hier hochkomme. Ich bin schon ein rollendes Verkehrshindernis. Also nicht, dass ich es sonst schon wäre, aber jetzt bin ich nochmal ein zusätzliches. Ich find das aber auch ein bisschen blöd, dass die, sobald du bergauf fährst, auf mindestens 16 km/h abriegeln. Ja. Das macht mein Auto auf 16 km/h abriegeln, macht es nur, wenn ich bergab fahre, so rum. Dann riegelt man. Ist die Maschine nicht ein bisschen übertrieben? Ja. Warum? Bei der Größe für das bisschen? Es reicht doch. Das funktioniert. Es reicht und reicht doch auch. Ach, herrje. So. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Das wissen die selber auch nicht. Also die ganzen Krankheiten, die wir haben, möchte, glaube ich, keiner haben. Zumindest nicht freiwillig. Aber jeder, der hier anfängt, muss natürlich mit sowas rechnen. Ja. Berufsrisiko. Ja. Doch, damit kann ich leben. Oder auch nicht. Ja, ist immer schwierig. Immer schwierig. Wir werden es hier sehen bei 7 Days to Die. Ja. Nach dem neuen. Willst du das heute mal noch spielen oder erst wenn der Server läuft? Ich glaube erst wenn der Server läuft. Aha. Wie lange wird das ungefähr dauern? Ich bin morgen im Laufe des Tages mich da dran. Ah. Dann soll es alles funktionieren. Vielleicht hast du recht. Madlex, ich habe immer recht. Naja, nicht immer, nee, aber. Meine ich dich. Ach so! Mist. Schon wieder verkackt. Ja, das sind. Weißt du, normalerweise müsst ihr euch alle hinrichten. Ne? Aber nicht. Also merkst du aber, dass du ohne uns das gebacken kriegst. Ja. Ja, deswegen suche ich ja schon ständig neue Leute. Ihr wisst zu viel mittlerweile. Aha. Kommt alles raus. Ja. Oh, ich guck den Mond an hier. Schön. So, mal gucken. Sieht eigentlich ganz interessant aus hier. Wenn man so oben aus dem Dach rausguckt beim Lamborghini. Fahrzeughändler. Hä? Was? Bleibst du rechts? Oh, ups, Entschuldigung. Ich hab in die Luft geguckt, ich bin Hans Kuck in die Luft. Ja. Es ist halt so schön, da oben rauszugucken. Da kann man seine Gedanken schweifen lassen. Ja. Merken, dass man schon wieder bei 70% ist. Also nicht 70% Intus vom Alkohol, sondern 70% voll. Der Hänger, meine ich. So. Aber hier sieht man nichts. Und wir haben. Oh. Ei. Trink weniger, Kollege. Ja. Aber ich mach mein Blinklicht auch mal an hier. Meine Positionsleuchten. Sieht man die irgendwo? Nee. Leider nicht. Ach, die ist links. Da muss sie da ja irgendwo blinken. Nee, auch da sieht man sie nicht. Oh, 85%.
Jetzt auch wird sich an meinen Tempomaten auf 10 gestellt und er fällt mit 8. Wenn ich jetzt Gas. Also es liegt wahrscheinlich daran, weil ich gerade bergauf gefahren bin, okay. So, 93%. 95. 96, 97, 98, 99, ja, 99. Dann bring ich mal weg. So, und wir bringen uns jetzt auch alle weg. Ja, das war wieder mal eine neue Folge Kim Jong-Flo und Komparsen. Wir bauen ein Hotel in Nordkorea oder so. Müssen wir auch mal wieder machen. Ne? Ich beobachte euch dann und ja. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es gerne, kommentiert es, abonniert uns, falls ihr es noch nicht getan habt, wenn ich hier schon wieder hier wie wild hier durch die Map schleuder. So, jetzt machen wir mal eine Reihe nach. Showtek darf tschüss sagen. Winke, winke. Der Madlex darf tschüss sagen. Oho. Ich glaube, die Leute denken auch, ich habe so Soundfiles, die ich immer drücke. Dann darf der Waldmeister darf tschüss sagen. Bis denn, denn. Und das Beste kommt zum Schluss. Der Hina darf auch tschüss sagen. Ja. Na, das war ja kurz und schmerzlos. Auf Wiedersehen, meine Fans. Ja. Ich komme bald wieder. Vergisst mich nicht. Komme also, wieder, keine Frage. Ja, wenn nicht heute, dann morgen. So ungefähr. Ja, der Frevel ist schon weg. Der hat bestimmt auch tschüss gesagt. Haben wir nur alle nicht gehört. Und ja, dann... genau, wenn ihr noch gerne auch Vorschläge habt, was man nochmal umsetzen kann, sei es Mods testen oder irgendwelche Maps testen oder uns selbst testen, dann... ich meine jetzt nicht Doktorspiele. Ja, ja, na klar. Dann schreibt es... Ja, mach's einfach kurz und bündig. Ja, schreibt es in die Kommentare rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.